Hallo und willkommen zurück bei FIFA 23 Karriere. Und ja, in der letzten Folge ist irgendwie die Aufnahme hat nicht funktioniert, was mich tierisch ärgert. Also liegen Statistiken und Mehrfolge ist leider gecrashed. Ja, obwohl es eigentlich noch sehr spannend war. Also wir haben keinen Top-Torschützen, den hat Dresden gestellt. Ich glaube, Wolfram war Dritter oder Vierter. England war sehr spannend, da war Chelsea Meister, City nur Neunter. Auch total verrückt, Hamburg aufgestiegen. Lautern abgestiegen, Bayern Meister, Gladbach nur Neunter. Wir hatten jede Menge Vorlagengeber, aber wie gesagt, es ärgert mich jetzt tierisch, dass das jetzt hier nicht geklappt hat. Und dann würde ich sagen, wir sind jetzt im Vorbereitungsturnier. Und ja, Verträge werde ich so noch nebenbei immer mal wieder machen, verlängern. Und jetzt schauen wir jetzt erstmal um. Ich hatte noch mal noch aus Gaudi nach Mitrovic geschaut. Ich weiß gar nicht, doch, der ist noch da, ja, aber zu teuer. Können wir uns leider nicht leisten. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf dem Transfersmarkt, was es noch so gibt. Erstmal schauen wir bei uns in der Mannschaft. Wie gesagt, die Verträge werde ich so nebenbei, da muss ja nicht jeder zuschauen. Und zwar möchte ich vielleicht noch für Mikic einen Ersatz haben. Ist zwar auch erst 30, aber wie gesagt, ich habe immer gerne eine junge Mannschaft. Deshalb schauen wir uns mal nach einem Innenverteidiger um für Mikic. Bevor ich jetzt es vergesse, welche Werte hat denn Mikic? 64, okay. Aber wir schauen uns jetzt erstmal gemütlich so um. Und vorher schauen wir uns mal noch. Wo sind denn die Finanzen? Ja, hier haben wir ja mal die Bilanz, das ist gar nicht schlecht. Vereine einer, Ligameisterschaften eine. Höchster Sieg 5-0 gegen Elversberg, höchste Niederlage. Rekordablöse, Gesamteinnahmen, Vereinsbilanz. So gut ist das jetzt eigentlich nicht, ne? Aber wo sind die Ziele? Das hier waren zwar auch die, aber Vorstand ist auf jeden Fall top mit mir zufrieden. Da sind die Finanzen. Aber wo sind die Ziele? Ja, da haben wir sie ja. Verpflichtet über 2 Minuten. Mittlere Priorität, das wird schwierig. Das eine Serie, das wird auch schwierig. Abstieg vermeiden kriegen wir hin, denke ich mal. Ohne die letzten 16 erreichen dürften wir auch schaffen. Oh. Die haben hier immer Ziele, die da kraut's einen, ja. So, wir schauen uns jetzt erstmal wieder in der Bundesliga wie immer um. Transferstart zur Laie. Hotel, der hat gegen Klapper ein Tor geschossen. Wochenende. Das Turnier vorn dran werde ich natürlich simulieren lassen. Ja, eigentlich brauchen wir keine Laie aktuell. Ich habe nur mal geschaut, vielleicht wäre ja irgendwas Cooles dabei. Wir schauen uns jetzt mal um. Position, Defensivrolle, Innenverteidiger. Moment, die Altersklasse fehlt.
Aber wie gesagt, das mit der letzten Folge, das tut mir wirklich sehr leid. Das ärgert mich sowas von. Dominik Bauer, Hoti, Lehmann, Rosenfelder, ja, wir beobachten mal ein paar und dann schauen wir mal, wer so preisgünstig ist. Zum Berry. Lange. Gechter. Ich den schon auf der Wunsch? Hatte ich den schon drauf? Fabio, dann schauen wir mal, wenn wir den schon drauf hatten, müsste der ja eigentlich beobachtet sein. Ah, einer vereinslosen Spielern wollte ich auch noch schauen. Wunschliste, Fabio. Irgendeiner. Ah ja. 1,3 Millionen wert. Stärke 63. Da könnte man echt noch drüber, wie viel Budget habe ich denn jetzt eigentlich überhaupt? Das muss ich jetzt erstmal noch schauen. Anfangsbudget 3, ja, da haben wir ja schon ein bisschen was. Wie gesagt, mit den Verträgen müssen wir mal schauen. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt auf jeden Fall mal noch kurz in den Jugendstab und dann schauen wir. Ich komme hier mit dem System, ich werde nicht warm. Werde echt nicht warm, das muss man sagen. Jugendakademie. So, haben wir noch einen 18-Jährigen aktuell? Nein. Dragovic holen wir auf jeden Fall mal rein. Er hat das größte Potenzial. So, Spieler suchen. Freie Spieler. Sind ja doch jede Menge, ne? Warte, wir suchen aber mal, bevor es hier ausartet. Machen wir das gleiche System. Ich brauche Junge. Die erstellten. Ich schau mal, vielleicht gibt es ja wirklich noch irgendeinen, den man kennt. Sommersprossenmann. Linker Verteidiger. Vielleicht mal einen Mittelfeldmann noch. Linker Flügel. Alakon. Beobachten. Torwart brauchen wir eigentlich keinen. Amur. Linker Verteidiger.
Aha. Bertelli. Und Bengtsson setzen wir auch mal noch auf die Liste, dann schauen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, Trainingstag. Oh, den hätte ich noch spielen sollen. Egal, mache ich nach der Folge mache ich wieder ein paar Trainingseinheiten. Ja, ein paar Trainingseinheiten fehlen halt eben manchmal noch, wo ich auch zu faul dafür bin. Muss man schon sagen. Gibt es in der zweiten Liga andere? Ich hatte schon selten, dass noch zwei Stück übrig waren. Das gibt's ja gar nicht. Transfers für Bürger. Nein, verkaufen nicht. Aha, wir kriegen eine Erhöhung. Cech wurde ausgeliehen. Aha, das sieht schon besser aus. So, jetzt werden wir das eine Spiel noch machen. Partie spielen. Aber wie gesagt, das werden wir per Simulation machen. Schauen wir mal rein. 3-2 verloren. War ja klar. Da geht es eigentlich nur ums Geld. Ja, da haben wir auch noch ein paar Junge gesucht, mal aus Ungarn, mal ein anderes Land. So, dann machen wir hier mal, denk an einen Ersatzspieler, ja. Für Tide. Ich glaube, Tide wird uns noch lange Zeit begleiten. Aber immer dieselben. Komisch, ne? Uns hier die Leute abkaufen. So weit kommt es noch. Machen wir hier das Spiel noch. Aber Akono darf mal raus. Wir lassen nochmal den anderen. Soldi. Und danach muss ich da mal schauen. Nein, nicht schnell. Ich wollte schnell Simulation machen. Dann müssen wir jetzt zum Ergebnis springen. Müssen wir schauen, ob wir den einen oder anderen noch ausleihen. Im Parc des Princes geht es los. Spielabschnitt 1. Wir freuen uns auf Wie? diese Partie. Guter Pass. Das sah vielversprechend aus, aber nun Pass. Zum Ergebnis springen, das ist ja. Oh, 2-1 verloren. Die Vorbereitung läuft richtig klasse. Wir schauen hier mal noch. Wie gesagt, die Verträge werde ich selber noch verlängern. Wie gesagt, je nachdem, wie wir kaufen, würde ich Mikic gerne dann verkaufen. Weil wir sind auch im Mittelfeld sehr, sehr stark aufgestellt. Den können wir eigentlich theoretisch auf Leihliste setzen. Den ganzen Jugendspieler, der ist ausgeliehen. Ah, links Mittelfeld haben wir dann nur einen.
Aber wie gesagt, ich habe immer gerne einen breiteren Kader. Ihn können wir aber noch ausleihen. Man dann noch einen neuen bekommen, sollte das eigentlich reichen. Und ihn können wir auch noch ausleihen. Haben wir die ganzen Jugendspieler mal ausgeliehen. Wenn das klappt. Und dann würde ich behaupten, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sollten schon ein paar Sachen da sein. Vielleicht kaufen wir noch den einen oder anderen Spieler. Wo ist denn der Kalender? Da war er. Ja, wobei das eine Testspiel können wir eigentlich noch machen. Gehen wir mal dahin. Scout. Obwohl, wir lassen es so stehen. Ich gehe in der nächsten Folge, werden wir die Transfers und alles aussortieren und dann schauen wir weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.